Hi, herzlich willkommen zu unserem Instagram Live Talk heute. Es geht um alte Rollenbilder und neue Chancen in der IT. Schön, dass ihr alle da seid. Ich werde jetzt mal die Lisa einladen, die uns jetzt gleich hier begleiten wird. Eine Sekunde. So, ich lade mal, ob sie die. Hallo, sie winkt schon, ob sie gleich dazukommt. Hi! Hallo. Willkommen, das ging ja super. Ich wollte gerade sagen, ne? Premiere und schon hier gleich Volltreffer. Okay, dann fangen wir mal so langsam an. Ich sage mal Hallo, ich bin Philipp, ich arbeite bei Jugendtakt in Berlin, mache da die Community-Arbeit und freue mich total, dass wir das heute machen können. Und Lisa, du kannst dich ja auch einfach kurz selber vorstellen. Ja, liebe Grüße erstmal nach Berlin und zu euch raus. Ich sitze hier in der Nähe von Heilbronn, bin Lab-Lead vom Jugend-Hackt Lab in Heilbronn und seit November beim Projekt dabei und ich liebe es einfach. Ich liebe es Super. einfach und ich freue mich total, dass wir jetzt hier mit Insta Live noch so ein weiteres Medium finden, um ja, um irgendwie mit euch so zusammenzukommen. Genau, es ist ja heute Girls Day. Das ist auch der Anlass, weshalb wir das machen. Wir haben die ganze Woche schon bei uns auf Instagram einige interessante Inhalte gepostet zum Thema IT und Gender. Das könnt ihr auch noch bei uns in unseren Story Highlights nachgucken und dann natürlich auch das, was wir jetzt machen. Und Lisa, du kannst dir mal vorstellen, worüber du eigentlich heute reden möchtest. Ja, genau. Also es war ja auch schon im Beitrag so ein bisschen zu sehen. Und es ist wahrscheinlich auch mittlerweile echt ein leidiges Thema. Aber man redet sich den Mund fusselig, dass Mädchen und Frauen einfach in der IT, auch in der Technik, zu wenig vorhanden sind, unterrepräsentiert sind. Und das ist seit, ich glaube, es ist heute Tatsache der 20. Girls Day, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Na, es gibt so viele Aktionen wie den Girls Day, wie MINT-Angebote, aber es ändert sich einfach so wahnsinnig langsam etwas. Und deswegen wollten wir einfach mal schauen, ne, woran kann es liegen? Und einfach auch mal so ein paar interessante Sachen liefern, dass es ja früher eigentlich ganz anders war. Da waren die Frauen nämlich ganz, ganz weit vorne in der Informatik. Und es ist so schade, dass es eigentlich so wenige wissen. Deswegen wollten wir heute mal drüber sprechen. Genau, das heißt, du nimmst uns jetzt ein bisschen mit in die Vergangenheit und durch die Gegenwart quasi in die Zukunft. Passend ist ja auch unser Motto dieses Jahr für Jugendtakt, was kommt danach? Und ich würde euch alle, die ihr zuschaut, auch dann immer wieder auffordern, gerne auch einfach hier zu fragen im Chat. Und dann Gerne. greifen wir das einfach auf oder dieser greift das auf. Ich bin sozusagen hier nur so ein bisschen als Du bist mein Moderator. Sparringspartner. Genau, mich könnt ihr aber ignorieren. Dann Nein, du gehst mit. gut. Ja. Fangen wir in der, wo fängst du an? Mit Ja, der. du hast es ja gerade ganz gut gesagt, ne? Unser neues Jugend-Hack-Motto, was kommt danach, wenn man einfach mal überlegt, in was für einer Gesellschaft wir gerade leben. Wir sind ja in unserem gesamten Alltag umgeben von digitalen Produkten, die ja irgendwer auch entwickeln muss. Und ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere hat sich bestimmt bei manchen Produkten schon mal gefragt, wer hat das eigentlich entwickelt? Also gerade Frauen oder Mädchen haben da wahrscheinlich manchmal Probleme. Das Handy ist zu groß, passt nicht in die Hosentasche rein. Es ist Tatsache so, dass bei VR-Brillen Frauen viel, viel häufiger schwindelig wird, weil das Gleichgewichtssystem von Frauen ganz anders funktioniert. Und wahrscheinlich lag das einfach daran, dass keine Frau an der VR-Brille irgendwie mitprogrammiert hat, ne? Also deswegen ist so dieser Blick in die Zukunft so wichtig, um zu sagen, hey, wir brauchen mehr Mädchen und wir brauchen mehr Frauen in der IT. Und da fand ich es eben ganz spannend, auch mal zu gucken, so in die Vergangenheit, weil es da eben so anders war. Und es ist ja so, dass so die Anfänge von der IT richtig maßgeblich von Frauen ja auch beeinflusst wurden. Würde mich auch interessieren, also ihr könnt gerne auch im Chat dazu schreiben, ob ihr das wusstet. Deswegen hole ich einfach mal kurz ein bisschen aus. Wenn es euch interessiert, hört zu, gebt eure Kommentare ab. Das beginnt nämlich schon vor knapp 70, 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg, als die US-Amerikaner für die Berechnung von Flugbahnen von verschiedenen Geschossen Frauen eingestellt haben. Da haben sie gezielt an Colleges nach Mathematikerinnen und Physikerinnen gesucht, die diese Flugbahnen berechnen können. Und man dachte einfach, das ist eine sehr eintönige Arbeit, anspruchsvoll, aber eintönig, Frauenarbeit. Also hat man eben nach den College-Studentinnen geguckt und hat die angestellt und kam dann, ich glaube, 43 auf die Idee, für genau diese Aufgabe, für dieses Berechnen von Flugbahnen, eine Maschine zu bauen.
Und diese Maschine, das ist der sogenannte ENIAC-Computer. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen von euch was. Dieser ENIAC-Computer war so der erste Computer, wie wir ihn heute kennen, würde ich mal meinen. Also der erste Universalcomputer, der rein theoretisch in der Lage wäre, jede logische Aufgabe, die man ihm stellt, zu lösen. Das war ein Riesenteil. Ihr müsst euch mal Fotos davon angucken. Das Ding hat 30 Tonnen gewogen, hatte 18.000 Elektronenröhren, 70.000 Widerstände. Also es war ein einziger riesengroßer Koloss. Und für jede Aufgabe, die dieser ENIAC bekommen hat, musste er neu verkabelt werden. Und auch das war zwar anspruchsvoll, aber es war eigentlich auch wieder nur eine Routinetätigkeit. Und deswegen hat man eben aus diesen 80 Frauen, die zu dem Zeitpunkt schon für die US-Armee gearbeitet hatten, hat man sich 6 Frauen ausgesucht, die für diesen ENIAC angestellt wurden. Das sind die sogenannten ENIAC-Frauen. Das kann man googeln, da findet man dann wahnsinnig viel an Infos dazu. Und die waren für diese riesengroße Maschine verantwortlich, haben die neu verkabelt für verschiedene Aufgabenstellungen und haben eigentlich das, was wir heute als Programmieren kennen, damit erfunden. Also haben so die Basics dafür gemacht. Und der ENIAC, der wurde dann 1946 wurde der Öffentlichkeit vorgestellt mit einem riesen Brimborium, mit Pressedimmer, mit also es wurde weltweit beachtet. Und man kann jetzt natürlich dreimal raten, wer nicht zu diesem Pressedinner und zu diesen Fotoveröffentlichungen eingeladen war. Ich glaube, man kann sich denken, es waren die ENIAC-Frauen, die aber eigentlich so die Basics gelegt hatten. Die hatten vor diesem großen Termin 2 Wochen lang Tag und Nacht gearbeitet, weil nämlich dieser ENIAC in dieser riesengroßen Vorstellung innerhalb von, ich glaube, 15 Sekunden die Flugbahn von einer Granate berechnen sollte. Und das war halt für unser Verständnis natürlich nicht sehr schwer, aber man muss sich vorstellen, ein heutiges Handy kann 30 Millionen Berechnungen in einer Sekunde machen. Der ENIAC damals, der konnte 5000 Berechnungen machen. Also war natürlich ein mega Unterschied, aber wie gesagt, schon Aufwand an Kabelei und Arbeit. Und die ENIAC-Frauen, das waren wie gesagt insgesamt 6 Stück, die haben riesengroße, lange Anleitungen dafür geschrieben. ENIAC-Fragezeichen. ENIAC ist der erste Computer, der erste Universalcomputer, so wie wir ihn heute kennen, der im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. Das mal so als kurze Info für die, die später eingestiegen sind. Ja, genau. Und die ENIAC-Frauen, die wurden vergessen. Also die kennt heutzutage eigentlich keiner mehr, obwohl die sozusagen die Basics gelegt haben und auch eigentlich noch so nach dem Zweiten Weltkrieg weitergearbeitet haben als Programmiererinnen, als Softwareentwicklerinnen. Und ja, das hat sich eigentlich so bis in die 60er, 70er, 80er Jahre fast gehalten, dass Frauen diese vermeintlich unwichtige Arbeit des Programmierens erledigt haben. Also damals hatte das sozusagen den, war der Eindruck, das ist eine Arbeit, die das ist was für Sekretärinnen oder das ist sowas handwerklich irgendwie strukturiertes. Man muss sich ja auch irgendwie mit kleinen Händen irgendwas verkabeln oder so. Und deshalb ist das Frauenarbeit, oder? So war das. Genau, es war, die wurden ja auch furchtbar schlecht bezahlt. Man muss sich vorstellen, das waren promovierte Mathematikerinnen, Physikerinnen und die wurden auf Basis von Hilfsmitarbeiterinnen bezahlt. Also wirklich schlecht, weil einfach Programmieren damals, wie du sagst, das war so Stenotypistinnenarbeit, Schreibmaschinenarbeit. Die Hardware war das Wichtige, wo die Männer dran gearbeitet haben und die Frauen, die das Ganze lustigerweise Stöpseln genannt haben, weil sie immer so viel stöpseln mussten mit den ganzen Kabeln. Das war unwichtig damals noch. Und das hat sich dann eben erst geändert, als sich das Bild vom Programmieren geändert hat. Als man einfach gemerkt hat, das ist ja gar nicht so leicht. Das ist ja wirklich, das erfordert Problemverständnis, das erfordert logisches Denken, Sprachverständnis. Ich glaube, das weiß jeder, der mehrere Programmiersprachen kennt. Genau, und als sich dieses Bild vom Programmieren gewandelt hat, hat man auch irgendwann angefangen zu hinterfragen, können das Frauen überhaupt leisten? Obwohl selbst in Frauenzeitschriften damals noch geworben wurde, bewerben Sie sich als Programmiererin. Ist wie ein gutes Abendessen planen, man muss strukturieren, man muss die Dinge da haben, wenn man sie braucht. Frauen sind die perfekten Programmiererinnen. Also es ist total lustig eigentlich, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Wobei lustig wahrscheinlich das falsche Wort ist, eher traurig. Und warum hat sich das denn geändert? Also ich meine, wir sehen das ja mit dem Blick von heute und denken, hey, das ist doch so ein gibt's so ein Hacker und so ein Nerd-Klischee und das hat ja gar nichts mit den Frauen von damals zu tun, oder? Ja, genau. Also das war halt dann
Irgendwann, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen erstmal die Männer zurück. Das heißt, Studentinnen wurden dann gar nicht mehr so ermutigt, weiter zu forschen, haben keine Forschungsaufträge bekommen, wurden zum einen von den Männern so ein bisschen an den Rand gedrängt. Und spätestens als dann so die NASA oder noch ein bisschen später in den 70ern die Wirtschaft den Computer für sich entdeckte, da merkte man eben, es ist hart, es ist schwere Arbeit, die eben sehr viel voraussetzt. Und dann gab es einfach so gleichzeitig dieses Rollenverständnis und dieses Klischee über Frauen. So dieses, können Frauen wirklich Genies sein? Können die solche Kompetenzen leisten? Und man hat einfach gedacht, Männer sind besser in der Lage, solche Aufgaben, solche Probleme zu lösen. Und so hat man dann Stück für Stück einfach immer mehr Männer eingestellt. Man hat an den Universitäten neue Tests eingeführt, die halt viel mehr auf Mathematik beruhten, viel mehr auch so ein bestimmtes Profil, würde ich mal sagen. Ich habe mir das extra hier hingelegt. So ein Eigenschaftskatalog, den es damals tatsächlich gab, der wurde veröffentlicht, Anfang der 70er, glaube ich. Und da stand dann wirklich drin, Desinteresse an Menschen ist so ein richtig gutes Merkmal für Programmierer. Jetzt wirklich mal mit Absicht nicht gegendert. Eine Abneigung gegen soziale Aktivitäten. Man hat geglaubt, dass das wirklich gute Voraussetzungen wären, um programmieren zu können. Und es ist natürlich klar, Frauen wurden ganz anders sozialisiert. Also eine Frau konnte diesem Profil ja gar nicht entsprechen. Und dementsprechend gab es dann, also es ist wirklich so, wenn man die Studierendenzahlen angeht bei den Frauen und dann so Anfang der 80er, buff, da waren sie weg. Genau. Und dann kommt natürlich auch noch Mir dazu. fällt ein, es basiert ja beide, alles auf Klischees, ne? Nur nach dem, wie man es dreht und wendet. Aber Ja. man muss ja sagen, Menschen sind ja allgemein gar nicht so unbedingt, sondern Genau. sie werden Und halt irgendwie so geprägt, oder? da sieht man ja eben dann auch, was Werbung, also was so Bilder um uns rum für einen Einfluss haben, weil irgendwann in den 80ern kam ja dann auch dieser Hauscomputer, also so der Computer für den Eigengebrauch zu Hause. Und die ganzen Firmen, die solche Geräte vertrieben haben, haben in ihrer Werbung, haben Jungs gezeigt. Ne? Die haben so diese Meinung von den Herstellern, die ja dann eben zunehmend selber nur noch Männer angestellt haben, übernommen. Haben Jungs gezeigt, haben Produkte für Jungs produziert, Videospiele, die ersten haben eher Jungs als Mädchen angesprochen. Und dementsprechend haben dann auch Eltern damals viel, viel öfter ihren Söhnen die Computer gekauft, aber nicht ihren Töchtern. Und wenn die meisten Universitäten mittlerweile und auch damals Vorkenntnisse verlangt haben, dann konnten junge Frauen das einfach nicht leisten, weil sie so nicht aufgewachsen sind mit der Technik. Die hatten dann eben nur die Söhne. Also das kann ich anekdotisch auf jeden Fall bezeugen. Ich wollte unbedingt als Kind so einen Homecomputer haben. Hab Ja. tatsächlich dann auch nicht das Neueste, sondern was Abgelegtes dann irgendwann bekommen, als ich 10 wurde, ist dennoch ein großes Privileg, was mir natürlich damals gar nicht bewusst war, sondern ich wollte das haben. Und dann kann ich aber persönlich sagen, habe ich natürlich mit 10, 11 da irgendwelche Basic, also ne, die meine ersten Programmiererfahrungen da sozusagen von Hand gemacht. Damals konnte man Genau. noch Programmcode aus der Fix und Foxy abtippen. Merkwürdige Dinge aus den frühen 90ern. Ja. Und alle, die ich kannte, die auch so einen Computer hatten oder einen anderen Computer, das waren auch alles Jungs. Also. Und man kann, glaube ich, sehen, was für einen Einfluss das Elternhaus hat. Ich hatte einen Computer und jetzt Ja. stehe ich hier bei JungTech. Also es ist wirklich so, dass Eltern da natürlich auch eine wahnsinnig große Rolle einnehmen. Aber wenn man das eben von Beginn an gar nicht, ja, also es ist ja einfach so, dass Mädchen überhaupt tendenziell viel, viel weniger Berührung haben mit Technik, mit IT, weil einfach diese Klischees und diese Vorurteile, es ist ja nicht mal böse gemeint, es ist ja das Gemeine an der Sache. Ne? Vieles läuft ja auch unbewusst ab. Das Mädchen eben die Malsets bekommen und das rosa Pony und der Junge kriegt halt von Anfang an die Autos und das ferngesteuerte Flugzeug. Und so fängt's an. Was ist so nach deinem Wissen sozusagen der Punkt, wo das sozusagen kippt? Also wenn man jetzt davon ausgeht, als Kind ist man erstmal allgemein neugierig, interessiert, findet auch Dinge toll. Gibt ja auch eine Phase, wo man sozusagen das noch gar nicht so als Kind oder als Kleinkind verstanden hat, wie das mit dem Geschlecht ist, aber dann nach und nach nimmt man das ja in sich auf, ne? Ja, das ist ja wirklich so, man hat, glaube ich, das ist noch gar nicht so lange her, da hat man Studien mit 5-jährigen Kindern gemacht. Und es war so, dass das Interesse an solchen Sachen war wirklich beinahe gleichwertig. Und auch so diese Meinung von sich selbst, hey, ich kann das, ich kann Technik, ich kann Astronautin werden,
Ich kann Physikerin werden oder Wissenschaftlerin. Das ist bei 5-jährigen Mädchen noch total ausgeprägt. Und wenn die dann in die Schule kommen und man die 3, 4 Jahre später nochmal fragt, was traust du dir zu, was möchtest du, da ist der Knick. Also es ist wirklich so, das Elternhaus spielt die Rolle und dann kommt dieser große Bereich Schule, in dem man ja im Maximalfall 12 Jahre drin ist und wo man, vielleicht habt ihr ein Schulbuch gerade zur Hand und schlagt es mal auf. Gerade bei naturwissenschaftlichen Büchern ist es so, 90% der erwähnten Personen oder der dargestellten Personen sind Männer. Und wie soll man als Mädchen sich zutrauen, Mathe ganz großartig zu können oder IT richtig gut zu können, wenn da im Text nur Männer sind? Das macht was mit einem unterbewusst. Man assoziiert dann einfach Technik, IT, Männer. Und dementsprechend ist es dann so, dass wenn man dann irgendwie 8- oder 9-jährige Kinder fragt, zeichne einen Wissenschaftler, dann sind es Männer. Zeichne jemanden, der IT kann, es sind Männer. Kannst du das selber? Dann sagen die Mädchen, ah, Technik, es interessiert mich jetzt nicht so. Und Genau. das ist ja tatsächlich auch was, was man denn selber glaubt, oder? Also mir fallen da auch gerade irgendwelche Studien ein, wenn man Jungs und Mädchen irgendwelche Mathe-Tests gibt oder so, auch wenn die Mädchen besser sind, trauen sie sich das nicht so sehr zu. Also alles natürlich generalisiert, jetzt nicht aufs Individuum bezogen. Ja. Was gibt es da alles? Ja, wie gesagt, das Problem ist ja einerseits die Schüler und Schülerinnen selbst. Also es ist ja auch so, selbst wenn Jungs und Mädchen gleich sind, dann werden sie von LehrerInnen unterschiedlich bewertet. Das ist das Gemeine an der Sache, ne? Weil auch diese Vorurteile über die Fähigkeiten von Mädchen in diesem Bereich so, so stark sind, dass Lehrerinnen das natürlich auch ganz, ganz tief drin haben und dann technische Kompetenz von Jungs wesentlich höher einschätzen als von Mädchen. Es gibt dann natürlich immer so diese Ausnahmeschülerinnen sicherlich, ne? Also die dann wirklich ganz besonders herausragen. Aber darum geht es ja auch nicht, ne? Man möchte ja nicht nur die absoluten Genies haben und die Herausragenden. Es soll ja auch so sein, dass IT im Durchschnitt ankommt. Und man muss kein Genie sein, um IT zu können oder sich daran zu wagen. Auch, ich sag mal, ganz, ganz lieb gemeint, DurchschnittsschülerInnen sind voll auf in der Lage, IT oder Mathe oder technische Sachen zu beherrschen. Das ist es ja wirklich, ne? Also es ist Tatsache leider so, dass sich nur die Frauen oder die Mädchen, die richtig rausragen in diesen Bereichen, sich überhaupt trauen, den Weg dann weiterzugehen. Weil einfach so dieser Druck, dann nicht mehr so in dieses weibliche Klischee reinzupassen, echt extrem groß ist. Also das muss man auch erstmal sozusagen abschütteln können und überhaupt eine Person sein, der das egal ist, oder? Da muss man wirklich, glaube ich, echt stark sein und es braucht Vorbilder. Wir haben es ja selber gerade festgestellt, ne? Unser Elternhaus, bei mir war es mein Vater, der mir den Computer relativ früh geschenkt hat. Aber es ist ja so, wenn man guckt, wer unterrichtet IT oder wenn man vielleicht noch eine Stufe weiter guckt an den Unis, an den Hochschulen, wer steht da vorne als Professor, als Professorin, es sind tatsächlich meistens die Männer, die dort vorne stehen als Lehrpersonal. Also die Vorbilder fehlen einfach. Man hat immer so diese Spitzenfrauen, ne? Aber die sind so fern, dass es vielleicht sogar noch mehr abschreckt, weil man sich denkt, boah, da komme ich doch sowieso nie hin. Und es braucht eben auch so, ja, wie ich es gerade sagte, es braucht auch so die Durchschnittsinformatikerin, die eben einfach zeigt, hey, das macht mega Spaß, du kannst das. Also Vorbilder ist da, glaube ich, so ein ganz wichtiges Thema. Ich sage mal kurz nochmal willkommen allen, die jetzt noch hinzugekommen Ja. sind. Ich bin Philipp, das ist Lisa, wir sind beide von JugendHakt. Wir reden heute ein bisschen über ja, Gender, IT zum Girls Day nach Motto, was macht das mit diesen Rollenklischees? Wo sind wir da heute? Ihr könnt sehr gerne Fragen stellen hier im Chat und dann schauen wir, dass wir das aufgreifen. Du hast gerade gesagt, Vorbilder. Wir hatten neulich, wir machen ja auch irgendwie so alle paar Wochen einen Community Talk, wo wir einen Livestream machen mit Leuten, die bei uns TeilnehmerInnen sind und MentorInnen. Und da kam ganz stark dieses Bild, dass eigentlich alle, die am Ende dann bei JugendHakt auch gelandet sind, ein Vorbild in Form von einem guten Informatiklehrer. Und fast immer ist es ein Mann, manchmal war es auch eine Frau, aber selten hatten. Das heißt, diese Vorbildfunktion, ich glaube, auf einem Level kann es erstmal jemand sein, wo das Geschlecht egal ist, aber dann braucht man natürlich auch tatsächlich, also wirklich Vorbilder, wo man sich auch so ein bisschen hineinversetzen kann und denken kann, das könnte ich sein. Also wir versuchen das ja bei JugendHakt tatsächlich mit unseren Mentorinnen ganz stark. Genau, das ist so wichtig, dass man
ja, versucht sich irgendwie in solchen Projekten, wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber kommt zu uns als Mentor, als Mentorin. Nee, es ist so wichtig, sich in solchen Projekten also sichtbar zu werden, ne? Überhaupt erstmal zu zeigen, welche Vielfalt die IT ja mittlerweile auch liefert. Du hattest es ja vorhin erwähnt, dieses Nerd-Klischee, was wahrscheinlich, man hat den Jungen vor sich, der die ganze Nacht wie wild an seinem Computer programmiert und das stößt ja erstmal ab. So sind Mädchen ja gar nicht sozialisiert. Das hat ja auch so eine leichte Form von, ich sag's mal ganz vorsichtig, von Besessenheit. Von vielleicht auch so ein bisschen von Unreife, wenn man sich wirklich die ganze Nacht so hinter den Computer klemmt. So sind die meisten, ich will ja nicht alle mit einbeziehen, aber die meisten Mädchen wurden so gar nicht. Und deswegen, oder sind so nicht sozialisiert. Und deswegen ist es so wichtig, wie du sagst, IT-Lehrer, IT-Lehrerin. Wobei ich dann wette, das sind auch wirklich LehrerInnen, die eben nicht nur so diesen ganz klassischen Blick auf die IT haben, sondern die wahrscheinlich auch versuchen, mal neue Perspektiven auf die IT mit reinzubringen. Weil, was wir selber gerade feststellen, IT ist mittlerweile so bunt, hat mit Design zu tun, hat mit Gesundheit zu tun, hat mit ja, Wirtschaft natürlich auch ganz, ganz viel zu tun. Aber da gibt es ja mittlerweile so viele Bereiche, wo man reingehen kann mit der IT. Und es ist ja so, dass bei der klassischen IT-Studiengänge, da sind die Frauen wirklich sehr unterrepräsentiert. Aber wenn man mal so in digitales Design reinguckt oder so, dann schießt ja der Frauenanteil auf einmal in die Höhe. Das heißt, wenn man die richtig kriegt, mit den richtigen Ansätzen oder Perspektiven, dann interessieren sich Mädchen ja auch für IT. Also man muss irgendwie so dieses Klischee überwinden, dass IT wirklich immer nur Mathe und Technik ist und nachts vorm Computer sitzen und 10 Stunden Videogames zocken. Wir hatten es auch am Dienstag bei uns in der Story, hatten wir nochmal Ausschnitte aus diesem einen Talk, den wir hatten neulich. Und da hat auch Jana erzählt, die ist tatsächlich 5 Jahre, glaube ich, oder 6 Jahre Teilnehmerin bei uns gewesen, Ja. ist inzwischen zu alt, ist jetzt auch Mentorin, hat aber auch ein Informatikstudium begonnen, hat nochmal ganz klar gesagt, diese Nerd-Skills, also das Mathematische und dieses ein bisschen nicht gut mit Leuten können, das ist eigentlich total nicht das, was man heutzutage braucht. Auch in einem Bereich wie Softwareentwicklung oder überhaupt Teamwork. Also alles, was man so klassisch auch als weibliche Charakterzüge beschreibt, also Kommunikationsfähigkeit, eine Teamfähigkeit. Man merkt das ja so oft, dass sozusagen diese ganze Care-Arbeit auch im Büro und Arbeitsalltag nach Motto, wer denkt mit und sowas, das ist sozusagen eine Sache, wo Frauen oft stärker sozialisiert sind, dass das total wichtige Fähigkeiten sind. Genau in diesem Bereich auch. Also man könnte ja eigentlich auch genau wie das sozusagen war. Wir haben jetzt ja angefangen hier vor 20 Minuten mit der Idee, Frauen wurden vor 60 Jahren in die Arbeit sozusagen eingeladen und geholt, weil sie angeblich dafür genau passen. Und eigentlich ist es ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, heutzutage wieder so. Du willst ja kein Projekt entwickeln mit lauter Egomanen und irgendwie Leuten, die nicht kommunizieren können, ne? Ja, na, vor allem war ja auch, also wenn man es mal ganz überspitzt darstellt, dann ist ja IT mittlerweile fast eine digitale Darstellung unserer Wirklichkeit. Das ist ja so, ne? Man versucht irgendwie die Wirklichkeit so ein bisschen in digitale Produkte zu transferieren. Das heißt, man muss sich auch für die Wirklichkeit interessieren, wenn man es wirklich gut machen möchte. Man darf sich ruhig fragen, wie wirkt das eigentlich auf Gesellschaft oder was löst es für verschiedene Zielgruppen aus? Wie gehen Männer mit einem Produkt um? Wie gehen Frauen mit einem Produkt um? Und was macht es mit Gesellschaft, mit Menschen, mit Zusammenleben? Das heißt, ich bin echt der festen Überzeugung, dass man wirklich erst richtig gut, ein richtig guter Informatiker oder Informatikerin sein kann, wenn man sich für die Wirklichkeit interessiert und, wie man so schön sagt, mit ganz, ganz vielen Perspektiven auch raufblickt. Ja, Gehe ich ich voll. meine, Verzeihung, bitte. Gehe ich voll mit dir. Wolltest du noch Ja, mal? genau. Ja, ich meine, es ist ja auch Teil der Idee bei Jugend hackt mit dem Untertitel mit Code die Welt verbessern, dass das nicht ein Selbstzweck sein soll. Also sozusagen, wir so ein bisschen den Eindruck haben, dass man sowohl Leuten, die denken, oh, das ist alles Nörderei und man kommt da gleich in so Hacker-Allmachtsfantasien rein. Das ist nicht cool, weil das sollte eine Sache sein, diese ganzen Fähigkeiten, diese ganze Verantwortung, die damit kommt, ist ja eine, die man auch sozusagen annehmen muss und gleichzeitig aber auch Leute ermutigen im Sinne von wie, das alles hat einen Platz darin und wenn sozusagen diese Welt, die mit Code verbessert werden soll, ob es jetzt die eigene Umwelt ist oder es muss ja nicht immer gleich das große Ganze sein, die muss ja, wie du auch schon gesagt hast, tatsächlich von allen gebaut werden. Ansonsten kommt man wieder bei Produkten und es sind ja nicht nur Produkte, sondern auch bei Systemen. Sozusagen, wenn man jetzt davon ausgeht, die Wirklichkeit wird natürlich auch dadurch gestützt, wie digitale Systeme sie sozusagen
abbilden, also ob ich mich jetzt irgendwo einloggen kann oder alles Mögliche. Ich existiere ja gar nicht mehr sozusagen ohne diese ganzen technischen Möglichkeiten, ob ich will oder nicht. Und wenn das denn sozusagen nicht so entwickelt wird, dass ich da reinpasse, dann ist das natürlich problematisch. Ja, und da gibt es so furchtbare Beispiele. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, ne? Diese VR-Brillen, bei denen Frauen einfach Gleichgewichtsstörungen bekommen, weil ihr Gleichgewichtssystem einfach anders funktioniert. Aber da gibt es ja so, so viele Beispiele. Das Algorithmen ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Das ganze Thema KI. Wenn eben ein Algorithmus von Männern programmiert wird, dann ist es klar, dass Frauen zum Beispiel eher Jobanzeigen angezeigt bekommen, die vielleicht eher so in den Assistenzbereich gehen. Gerne auch mal Putzfrau ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst oder du weißt auch, was ich meine damit, während Männern dann einfach mehr Führungspositionen angezeigt werden, einfach weil dieser Algorithmus an sich schon mit diesen unbewussten Vorurteilen programmiert ist. Und wenn man sich einfach mal klar macht, wo ist das überall um uns rum, wie beeinflusst das uns, dann ist das ja, aber ich frage mich dann manchmal, ob das schon so angekommen ist, ne? Dass also man wächst einfach damit auf mittlerweile. Wir sind ja noch Generation Y, glaube ich, ne? Und jetzt die nächsten, die sind ja damit groß geworden und jeden Tag damit beschäftigt. Und da frage ich mich dann einfach immer, ob dieses Know-how da ist, dieses Wissen, wie uns das eigentlich verändert und was uns das, ja, wie uns das echt tagtäglich beeinflusst. Gerne dazu mal Kommentare. Ja, bitte gerne Fragen dazu. Na, ich glaube, es ist halt, man steht ja sozusagen oft vor allem, was einem begegnet, ob es jetzt das eigene Handy ist oder irgendein System, ein bisschen davor, wie so vor einer Blackbox. Und was wir, glaube ich, auch versuchen bei Jugendhakt, ist so ein bisschen auch die Idee mitzugeben, das ist alles gar nicht so geheim. Vielleicht ist das jetzt undurchsichtig, aber wir können ja mal die ganzen Konzepte auseinandernehmen und auch dann quasi selber solche Boxen bauen oder die Box aufmachen oder so, um in der Metapher zu bleiben, Du um zu sagst schon verstehen, das ach, das ist Richtige, ja ja. gar nicht Zauberei, sondern es sind alles irgendwelche Konzepte und ganz am Ende dahinter steht dann am Ende irgendwie wieder ein Mensch, der irgendwie das da reingesetzt hat, ne? Also Ja. wir merken ja, glaube ich, gerade mit der künstlichen Intelligenz, dass da dann auf einmal ganz viel Vertrauen gegeben wird im System, weil das wird schon richtig entscheiden, aber das System geht von Voraussetzungen aus, die irgendein Mensch vielleicht fehlerhaft, absichtlich oder unabsichtlich reingesteckt hat, ne? Also diese ganze KI-Thematik, wird das sicher noch interessanter machen in den nächsten Jahren. Ja, und du hast es ja auch gerade gesagt, es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, der so aufgeladen ist mit diesem Glauben an Genie, an Perfektion, also dass man dafür wirklich richtig wahnsinnig überdurchschnittlich intelligent sein muss, um wirklich Informatiker oder guter Informatiker, gute Informatikerin zu werden. Und ich glaube, das steht dann wahrscheinlich vielen Mädchen gerade auch echt im Weg, weil die sich ja, wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, grundsätzlich selber auch schlechter einschätzen, was jetzt mathematische Fähigkeiten angeht, weil das einfach so, ja, einfach immer so vermittelt wird, dass Mädchen sich eben für Soziale interessieren und Jungs ja eigentlich diejenigen sind, die gut in Mathe sind. Und dann ist es so, selbst ein durchschnittlicher Junge schätzt sich immer noch besser ein als ein gutes Mädchen. Ja, und wenn man dann weiß, Informatik, das ist sowas, ja, wie du sagst, Geheimnisvolles, ne? So die Blackbox, hinter die man nicht hinterschauen kann, dann ist das so kontraproduktiv und ja, da muss man echt überlegen, welche Lösungsansätze findet man? Was kann man besser machen? Ich wollte gerade noch vollkommen unpassende Anekdote einstreuen. Ich wollte auch mal Informatik studieren, weil ich dachte, ah, Computer, geil und so, mache ich einfach mal. Ich bin dabei gescheitert, weil es nichts persönlich für mich war. Ich bin dann nämlich doch nicht so mathematisch begabt, wie ich, also ich habe es eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe es einfach unterschätzt. Ich dachte nach dem Motto, klicken, dies, das, ne? Aber so war es ja gar nicht. Ich will damit jetzt davon niemanden abbringen, Informatik zu studieren. Ich will aber sagen, abseits von Klischees und solchen Dingen, es gibt ja unterschiedliche Karrieren für unterschiedliche Leute. Und ich habe mich da auch so ein bisschen davon blenden lassen, nach Motto, meine Selbstwahrnehmung war so, ich kann das, aber es stimmte gar nicht. Und das trifft natürlich noch viel mehr auf andere Leute zu. Also was Ja. kann man jetzt sozusagen eigentlich machen? Wir sind jetzt in so einer Situation, wir wollen da raus. Was denkst du? Was sind da die Maßnahmen? Ja, ne, es ist so ärgerlich, dass irgendwie seit 20 Jahren so viele Angebote sind, dass man wahrscheinlich mittlerweile schon wieder ein MINT-Angebot, ne? Aber es ändert sich halt nichts. Und es ist ganz lustig. Ich habe erst letzte Woche nämlich mal was gelesen, was mir irgendwie
total oldschool vorkam. Aber da gab es dann irgendwie kurz vor Corona in Schleswig-Holstein eine Studie, wo man sich einfach mal Mädchen und Jungen zusammen im IT-Unterricht angeschaut hat. Wie verhalten die sich einfach? Wie gehen die miteinander um? Und es war halt so, Mädchen waren leiser, die waren zurückhaltender, die Jungs waren die, die die ganze Zeit den Unterricht bestimmt haben. Und die Studie kam dann zu dem Schluss, dass man tatsächlich mal im IT-Bereich wieder getrennten Unterricht einführen sollte. So das, was ich früher noch so aus dem Sportunterricht kenne, Jungs und Mädchen getrennt, was wir damals in unserer pubertären Phase total blöd fanden, war ich im ersten Moment so total, echt jetzt? Ist das nicht wieder ein Schritt rückwärts? Aber es gab dann echt interessante Zahlen dazu, ne? Dass Mädchen, wenn sie eben wirklich alleine für sich sind, sei es mit einem Lehrer oder einer Lehrerin, aber dass sie dann wirklich den Mut haben, ihre eigenen Perspektiven zu entwickeln, wie wir vorhin gesagt haben, ne? So, was macht es mit Menschen? Wie beeinflusst das unser Zusammenleben? Und das trauen die sich nicht, wenn Jungs mit im Raum sitzen und einfach diesen ganz klassischen Blick auf die IT haben, wahrscheinlich geprägt durch Computergames und was es da halt so an diesen ganzen Klischees so gibt. Und wenn Mädels eben einfach alleine, können die ihren eigenen Zugang entwickeln und müssen auch dadurch. Manchmal muss man ja auch jemanden zu seinem Glück zwingen. Man kann sich dann eben nicht ausruhen, wenn man mit einem ganz guten Nerd vielleicht in der Gruppe ist. Und es hat mir echt zu denken gegeben. Also für mich war das im ersten Moment so, oh Gott, getrennter Unterricht vor der Rückschritt wieder, 20 Jahre rückwärts. Aber dann, wenn man so bedenkt, ein Drittel aller Informatikerinnen kommen wohl von Mädchenschulen. Da kann man mal überlegen, warum ist das so? Ne? Weil die wahrscheinlich den Raum haben und die Zeit vielleicht auch, um so ein gutes Selbstkonzept zu entwickeln, ein gutes Selbstbewusstsein und einen guten Glauben an sich selbst. Hey, ich kann Technik, ich kann IT. Also das fand ich wahnsinnig interessant. Würde mich mal voll interessieren, was du dazu denkst oder was ihr dazu denkt. Getrennt. Wir haben ja letztes Jahr einmal ein Event nur für Mädchen gemacht. Das war für uns auch sozusagen eine Neuerung, weil wir das sonst sozusagen offen gehalten haben und schon auch mit einem Bewusstsein, dass wenn du eine offene Anmeldung hast, dass du halt immer einen Überschuss von Jungs hast und dass du so, dich eigentlich auch gar nicht um so bestimmten Typus von computerinteressierten männlichen Jugendlichen gar nicht groß bewerben musst, sondern du hast halt immer davon eh schon die Hälfte und mehr und haben dann über die Jahre mit konkreten Ansprachen natürlich auch geschafft, hier und da auf 25, sogar mal 30% Mädchenanteil zu kommen. Und da scheint es aber auch irgendwie so ein bisschen mit Bemühungen ein Plateau zu geben. Und aus dieser Idee haben wir letztes Jahr halt, das war das vorletzte Event vor Corona, in Jülich im Forschungszentrum, das ist ja in Nordrhein-Westfalen, da in der Nähe von Köln, hat das Team von Jugendhack Köln Mädchen vernetzen, hieß das Event auch, weil wir tatsächlich dieses Hacken so ein bisschen ersetzen wollten, glaube ich, durch ein anderes Verb und Vernetzung. Das klingt sozial und so ist es auch gedacht. Und das hat den, ich weiß gar nicht, wie viele da waren, 20 oder so Teilnehmerinnen und es waren auch nur weibliche Mentorinnen und Orga und so, allen sehr, sehr gut gefallen. Das ist der Eindruck. Und wir haben neulich nochmal darüber diskutiert in diesem Video, was ich schon erwähnt hatte. Das könnt ihr auf jugendhackt.org euch gerne auch nochmal anschauen. Das ist unser Talk zum Thema Diversity und Gender. Und da gab es unterschiedliche Meinungen dazu bei den Teilnehmerinnen oder inzwischen Mentorinnen, die wir da befragt haben. Die eine hat gesagt, finde ich total super, genau aus denselben Gründen, wie du gerade gesagt hast. Es gibt einfach Menschen und vor allen Dingen denn in dem Fall Mädchen, für die das sozusagen gut ist, ohne genervt, gestört, sozusagen runtergemacht, wenn auch sozusagen diese ganz interne Geschichte beobachtet zu werden von Jungs und dann sozusagen frei davon einfach mal was tun zu können. Und die andere Meinung war von einer anderen Teilnehmerin, für mich wäre das nichts gewesen, weil ich genau da nicht hingehen würde, weil ich der Typ, ich will keine Extrawurst bin. Und sozusagen die Antwort, auf die man sich dann einigen konnte, war, beides ist gut und beides ist richtig. Man sollte nicht dazu sozusagen abbiegen und sagen, wir machen das jetzt getrennt, nur noch, sondern wenn man das richtig kommuniziert, war dann auch unser Eindruck, dann kriegt man viele Leute abgeholt, nämlich genau die einen, die sich sonst nicht trauen und die anderen, die sagen, das ist mir nicht wichtig, weil man muss ja auch sagen, auch wenn wir so relativ essentiell jetzt hier reden, die Menschen sind ja doch noch immer individuell sehr verschieden und auch wir merken das ja auch tatsächlich bei uns, dass mit diesen ganzen Geschlechterzugehörigkeiten in dem Moment, wo es okay ist mit der Gesellschaft,
löst dich ja auch ein bisschen auf. Also wir freuen uns natürlich sehr, dass wir auch bei unseren Events und bei unseren Veranstaltungen sehen, dass Leute denn nicht mehr nur männlich-weiblich anklicken, wobei das natürlich auch gerade bei Jugendlichen nochmal eine ganz besondere Ja. Sache ist, mit der wir dann natürlich auch entsprechend vorsichtig umgehen. Ja, mein Gedanke war eben auch, dass dann so zwei Welten entstehen, ne, die so ein bisschen nebeneinander herleben. Es gibt so den, ich sag mal, den weiblichen Ansatz und den männlichen Ansatz. Und das ist ja auch nicht Ziel der ganzen Sache, ne? Es geht ja auch darum, dass Jungs vielleicht auch lernen, anders drauf zuzugehen, auf dieses ganze Thema. Und es gibt sicherlich auch Jungs, die diesen klassischen Zugang zur IT gar nicht so mögen und sich auch fragen, hey, was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Umgebung? Also, das merke ich auch in den Veranstaltungen, dass die auch immer sensibler werden, gerade Richtung Datenschutz, ne? Wie beeinflusst IT dahingehend mein Leben, was gebe ich von mir preis? Was ja auch schon wieder ein gesellschaftlicher Blick drauf. Ne? Also ich glaube, wie du sagst, ne, beides ist gut. Man muss irgendwie versuchen, so diese Waage zu finden, damit Jungs auch lernen, dass es diesen anderen Blick geben kann und dass man irgendwie ja miteinander kommuniziert und im Team arbeitet, weil wenn ganz viele verschiedene auf das Thema raufgucken, wird es meistens besser. Genau. Naja, also bei Jugendhakt versuchen wir das ja auf jeden Fall. Genau. Da geht es ja um Teamwork. Es geht halt nicht um darum, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und wenn sich da manchmal natürlich individuelle Konflikte und dann aber auch Möglichkeit zu lernen ergibt, dann ist das natürlich auch total wertvoll. Also wir wollen bei Jugendhakt ja auch eine Atmosphäre schaffen, wo das ankommt, wo sozusagen jeder das und jede das für sich entdecken kann, wo man aber auch gleichzeitig, wenn man hinkommt, das Gefühl hat, wenn da jetzt jemand blöd käme, dann bin nicht ich schuld, sondern dann ist das eine Person, die vielleicht ein bisschen out of line ist. Also ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Auch den vielleicht in gewissen Leuten oder gewissen Jungs mitzugeben, so zu sein, ist nicht cool. Also egoistisch zu sein und sozusagen hier groß dicke Hose, Hacker, ich kann alles machen. Es gibt ja so Ansätze, auch Vorbilder für sowas. Da sagen wir, das sind einfach keine guten Vorbilder. Und wenn du halt bei uns dabei sein willst, dann wir machen das mit dem Teamwork und mit dem sozialen Miteinander und tatsächlich mit dem ernsthaften Anspruch, dass alle halt gleichberechtigt und gleichwertig sind. Genau, und dass auch nicht gegen den anderen geschimpft wird, ne? Jetzt geht ja so im Kleinen mit Programmiersprachen los. Ey, nee, JavaScript ist besser oder nein, Python ist so das neue Ding überhaupt, ne? Es geht so im Kleinen los, aber ich, ja, wie du sagst, ne? Ich glaube, das geht dann so im Großen weiter und irgendwann steht man sich gegenüber und hat überhaupt gar kein Verständnis mehr füreinander. Und wie gesagt, ich glaube, IT funktioniert heutzutage wirklich am besten mit Teamwork, mit Kommunikation. Die Projekte werden ja auch immer größer. Mittlerweile ist es ja auch so, alles, was neu ist auf dem Markt, so an kleinen Unternehmen oder so, ne, die haben ja wirklich zu einem ganz großen Teil auch digitale Geschäftsmodelle. Aber sowas zieht man nicht alleine hoch. Man muss miteinander sprechen, man muss miteinander reden und möglichst viele Leute auf eine Sache drauf gucken lassen. Weil ansonsten ja, ist man tatsächlich so der kleine Nerd, der da so in seinem Zimmer sitzt, 10 Stunden programmiert, aber sozial inkompetent wahrscheinlich ist. Ja, wobei das ja, glaube ich, auch, es gibt, glaube ich, so Leute, aber vieles ist, glaube ich, auch Klischee und manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Wunsch, dem Klischee zu entsprechen. Das ist ja eigentlich, glaube ich, mit jeder Wahrscheinlich auch so Szene eine auch so ein bisschen. Selbstprophezeiung, so ein Ja, man bisschen. will ja auch vielleicht auch so ein bisschen so sein. Man sieht das in irgendeinem Film und denkt sich, cool, das bin ich oder so. Ja. Aber das, also ich finde das total super, weil man ist ja auch quasi gerade in seiner Kinder- und Jugend und noch eine ganze Weile weiter dabei, sich selber zu finden. Und ich denke, wir und viele andere Programme versuchen im Wesentlichen da unterstützend dabei zu sein und eben ganz viele Angebote zu machen und dann zu hoffen, dass das auch natürlich nachhaltig ist. Ja, da frage ich mich auch immer, ne, so Richtung Nachhaltigkeit. Wir machen ja viel außerschulisch, also eigentlich 100% läuft ja komplett außerschulisch. Und ich bin mir halt wirklich so sicher, dass man auch bei den LehrerInnen ansetzen muss, ne? Dass, wie du selber sagtest vorhin, LehrerInnen sind so zentrale Personen, wenn es darum geht, Begeisterung für IT zu wecken. Und wenn da natürlich der Ansatz immer noch so eindimensional ist, auch so klassisch, wie er vielleicht in den 80er, 90er waren, da werden halt so viele abgeschreckt. Da bin ich dann immer so im Zwiespalt, hey, gehe ich jetzt mit Jugendhackt auch noch raus an die LehrerInnen und versuche da so ein bisschen Vorurteile irgendwie so ein bisschen aufzubrechen, dass Mädchen eben nicht schlechter bewertet werden, dass man vielleicht das ein oder andere Lehrbuch auch hinterfragt, wo eben nur 98% Männer abgebildet sind. Das ist immer so ein Zwiespalt, wo ich mich frage, wie kriegt man die? Also wie geht man Genau. an die Schulen ran, dass die auch endlich mal was ändern und den IT-Unterricht ändern? Wir sind ja auch einfach,
Man muss sagen, Jugendhakt ist ein Programm mit vielen Freiwilligen. Hauptamtlich sind es gar nicht so viele Leute, die alle, würde ich mal sagen, auf jeden Fall das ganze Team, egal wo, das Gute wollen und manchmal auch so ein bisschen daran verzweifeln, dass es einfach alles nicht so schnell geht und schon gar nicht irgendwie mit einer Handvoll Menschen. Also wenn man dann nämlich immer weiter denkt und denkt, ach Mist, jetzt wurde hier die Person schon demotiviert und ach, wir müssten noch früher ansetzen und am Ende kommt man dann irgendwie an, irgendwie so, ach Mist, wir müssten die gesamte Gesellschaft ändern und dann muss man halt auch einfach aufpassen, dass man da irgendwie realistisch bleibt. Also ich meine, wir merken, dass das, glaube ich, ganz viele Leute, die sich für Jugendhakt engagieren, auch in ihrer Freizeit, die Mentoring machen, das genau aus dem Grund machen, dass sie sagen, das hätte ich mal gebraucht vor 10, 20, 30 Jahren. Da hätte ich irgendwie jemanden gebraucht, der mich da sozusagen mitnimmt und der ein Vorbild ist für mich. Und das ist jetzt genau dieser Abschnitt gesellschaftlicher Wirkung, den wir uns da ausgesucht haben. Und es ist natürlich klar, dass man da mit Allianzen und mit Policy, also quasi darüber reden, was man tut und das auch von anderen fordern. Und mit den ganzen, was weiß ich, Trägervereinen oder mit denen man sonst zu tun hat, guckt, wie kann man da natürlich eine öffentliche, ein Bewusstsein für schaffen. Und das ist bei uns jetzt so ein bisschen der eine Ausschnitt und der ganze Rest ist natürlich viel, viel größer, klar. Ja, genau. Wie du sagst, ne, man muss irgendwie miteinander so ins Reden kommen. Und klar, die Schulen haben ja auch gerade unfassbar viel zu tun. Also ich merke selber gerade, dass da nicht so viel Aufmerksamkeit oder auch einfach Kraft mittlerweile da ist, weil jede Schule wahrscheinlich so an einer Extremsituation ist. Aber man hat ja so die Hoffnung, dass gerade die Schulen jetzt merken, hey, wir müssen uns neu aufstellen, ne? Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns selbst erstmal weiterbilden, aber das dann auch irgendwie so an die SchülerInnen weitergeben, weil man sonst ziemlich, naja, verloren ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber man kann ja nur profitieren. Es muss ja nicht jeder, das ist ja auch bei Jugendhackt so, wir wollen ja gar nicht die perfekten Hacker oder Hackerinnen ausbilden. Es muss auch nicht jeder Informatiker oder Informatikerin werden, ne? Aber ich glaube, dass es wahnsinnig hilft, wenn man einfach so ein Grundverständnis hat, wie funktioniert eigentlich so ein Algorithmus? Wie ist der aufgebaut? Oder so diese Logik des Programmierens, ne? Wie funktioniert das eigentlich? Wie baut sich so ein Programm auf? Ohne dass man natürlich dann selber eine ganze Software installiert. Nee, ich glaube, also wir gucken ja gar nicht immer nur auf die Berufswelt. Also wir sagen ja auch immer, das ist kein Berufsvorbereitungsprogramm, aber de facto nimmt man daraus ja was mit und das beeinflusst einen und eine und dann beeinflusst das vielleicht auch am Ende die Berufswahl. Und ganz klar ist irgendwie, immer wenn man das Gefühl hat, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Ne? Mit so einem gewissen Wissen, wie Technik und Systeme funktionieren, guckt man auf Regierungsentscheidungen, guckt man auf andere Dinge und kann ja auch ganz lokal sein. Und ne, Corona bringt das ja so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Hier wird mit Fax noch gearbeitet, da wird was abgetippt, dies, das. Man denkt sich, habt ihr denn niemanden im Haus, der das versteht? Und auch das ist total wichtig, wie du gerade sagst. Wir wollen gar nicht irgendwie 100% InformatikerInnen sozusagen inspirieren, sondern einfach genau dieses Wissen, wie nämlich genau das alles zusammenhängt, das braucht, glaube ich, jeder Bereich, ob das jetzt im Privaten ist oder halt im Beruf. Ja, und genau auch einfach so dieses Selbstbewusstsein gerade Richtung Mädchen, ne? Also dass sie Technik können und dass sie auch IT können, wenn sie wollen. Wir wollen ja nicht jeden bekehren, wie du so gerade selber gesagt hast, ne? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine grundständige Mission, so ja, gegen diese ganzen Rollenklischees, Erwartungen auch so ein bisschen anzukämpfen und einfach diese ganze Kultur um IT herum irgendwie aufzubrechen, ne? Weil das einfach so männlich besetzt ist, so männlich, ja, ich glaube, wenn man die Augen zumacht, man sieht immer so den männlichen Informatiker, ne? Und ja, man kommt da, glaube ich, wirklich so vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man dann dran geht, an den Grundpfeiler in einer Gesellschaft zu rütteln, was die Rollenerwartungen angeht. Also ja, deswegen Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich auch so froh, dass wir so großartige MentorInnen haben, die da echt ganzes Herzblut reinstecken und hoffentlich die ein oder andere erreichen. Also wir wissen es ja. Also wir reden natürlich nicht am Ende sozusagen über die Labs gibt es jetzt seit 2 Jahren. Wir machen aber seit 8 Jahren schon diese Hackathon-Wochenenden. Wissen natürlich anekdotisch von vielen einzelnen Jugendlichen, die dann ein paar Jahre später sagen, was das irgendwie bei ihnen ausgelöst hat. Wir wissen es nicht von allen. Es wird sicher einige geben, denen das irgendwie egal war im Nachhinein. Aber irgendwie einfach dieses Wissen,
was jetzt gerade einige, die auch schon länger bei Jugendhackt sind, sowohl also im Team als auch sozusagen als Teilnehmende, denn einfach mitzubekommen, ach guck mal, dir ist vor 5 Jahren das und das, dieses Ereignis ist dir bei uns sozusagen begegnet. Und jetzt sagen uns Leute, und deshalb habe ich mich getraut, das zu studieren oder deshalb bin ich ins Ausland gegangen oder dadurch habe ich diese Personen kennengelernt und nach Jahren sind wir immer noch befreundet, auch wenn wir gar nicht im selben Ort wohnen. Also das sind so kleine Dinge, wo ich mir immer denke, das macht es ja schon wert. Also das ist auf jeden Fall mehr, als wenn ich jetzt sozusagen kann ich jetzt persönlich sagen, wenn ich jetzt in einem Beruf arbeite, wo es dann irgendwie am Ende um eine Zahl geht, am Ende des Jahres wurde mehr verdient, wurden irgendwelche Zahlen bewegt. Ich freue mich sehr, dass es Menschen beeinflusst. Also, mir ist auch eingefallen, wir haben gar nicht mehr gesagt, ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ja, Lisa und ich bitte. sind gerade noch hier und reden halt genau über dieses Thema. Könnt natürlich gerne auch noch eigene Eindrücke reinwerfen. Wenn nicht, ist auch okay. Wir werden denn nach und nach so langsam, glaube ich, zu einem Ende kommen. Aber noch sind wir da. Genau. Wenn ich jetzt so zusammenfasse, ne, worüber haben wir gesprochen? Die Informatik war mal weiblich, ne, weil Informatik früher eher so Ordnung, Sortieren, Stenotypistinnenarbeit war. Und als man dann irgendwann 70er, 80er Jahre erkannt hat, hey, Informatik, das braucht echt Problemlösungsverständnis, das hat Anspruch, dann hat man halt nach und nach angefangen, immer mehr Männer einzustellen. Und die ganzen Frauen, die im Hintergrund bei NASA-Projekten, beim allerersten Computer, in riesengroßen Softwarefirmen gearbeitet haben, die wurden dann einfach Stück für Stück verdrängt. Und das hat sich dieser Mythos vom Nerd aufgebaut, der ein Mathematik- und Technikgenie sein muss. Und wir haben einfach festgestellt, das ist gar nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Früher haben es die Frauen auch gekonnt und sie können es auch immer noch. Genau. Und das ist die Idee, dass es weitergeht in die Richtung. Ich meine, deshalb gibt es auch den Girls' Day. Das ist natürlich eine Geschichte. Wir haben uns jetzt heute einfach aus diesem Grund einfach darüber unterhalten. Wir machen halt die ganzen Angebote bei Jugendhackt ganz klar mit dem Blick und sind auch immer dabei, gerade in diesem Bereich, man sagt ja gerne Diversity. Wir haben tatsächlich neulich in der Schulung den Begriff Anti-Bias, also quasi das Gegenteil von so einem unbewussten Denken, ach, man hat schon alles abgedeckt, aber es stimmt gar nicht. Und dabei geht es natürlich gar nicht nur um Geschlecht, sondern um viele andere Merkmale, wie wir sozusagen unterschiedlich auch aufgenommen werden in solchen Kreisen. Sei das jetzt Herkunft oder weiß nicht, der soziale Status, so ein bisschen wie reich sind die Eltern, andere Geschichten, ist man behindert oder nicht. Also viele dieser Geschichten müssen wir auch sagen, da müssen wir noch mehr darauf achten und wir tun es und wir nehmen sozusagen diesen Auftrag an bei Jugendhackt und freuen mich sozusagen da immer mehr sozusagen von dem, was wir vorleben wollen, mit dieser Idee coden, um die Welt zu verbessern, um das dann auch Wirklichkeit werden zu lassen. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Mir ist eine Sogar. Sache gerade noch eingefallen. Wie sage ich das jetzt? Vielleicht sage ich, es ist einfach eine Serie, die mir gerade einfällt, wo es genau darum geht. Du hast ja eben gesagt, wie das sozusagen aus den 50er, 60er Jahren kam. Ich gucke gerade mit sehr großem Genuss die Serie, sie heißt For All Mankind, also für die gesamte Menschheit. Es ist eigentlich eine Serie, die erzählt, wie sozusagen diese Weltraummissionen bei der NASA gelaufen sind. Aber es ist, wie man so schön sagt, Alternate History, also eine alternative Geschichtserzählung. Und das ist, finde ich, einen genialen Kniff. Weil ich meine, ich gucke gerne Sachen, die irgendwie in der Vergangenheit spielen, weil man denkt so, ach, Musik, Klamotten, Outlooks, so irgendwie jedes Jahrzehnt hat ja irgendwas, was man vielleicht cool findet. Man hat aber das Problem, die Gesellschaft war damals noch schlechter. Also eigentlich kann man ja gar nicht realistisch sagen, wow, geile Serie, die spielt in den 60ern, aber alle sind sexistisch und schlimm drauf. Und da ist es ein Kniff, der mich total abholt, wenn man jetzt sagt, okay, es sieht alles so aus wie damals und es sind auch immer wieder so Sachen drin, wo man denkt, ach, daran erinnere ich mich, das weiß ich, cool, holt mich als Nerd, als, weiß nicht, Raumfahrt interessierten Mensch ab. Aber der Kniff bei dieser Serie ist, die Russen sind zuerst auf dem Mond gelandet und dann haben sie die erste Frau auf den Mond geschickt und dann waren die USA so wie, wir müssen cooler sein als die Russen, ne? Damals war ja noch der Kalte Krieg und alles, Space Race und sagten, okay, wir schicken jetzt auch die erste Frau ins All und die erste schwarze Frau ins All. Und das passierte dann alles in dieser Serie schon in den 60ern.
Und die springt dann immer Jahrzehnte weiter und dann entwickelt sich halt eine Welt, die eigentlich viel cooler ist als unsere. Mega, voll das gute Spiel, so mit Sehgewohnheiten, Genau. mit ja, Erfahrungswerten, die man eigentlich so gemacht hat, ne? Richtig Genau. gut. Und dann sieht man immer so im Hintergrund, weil man denkt erst, ach, das ist so eine Serie über, wie könnte die Raumfahrt anders verlaufen sein? Aber dann sieht man sich, wie durch diese Geschichten ganz viele kleine Geschichten in der Weltgeschichte anders passieren. Diese ganze Frauenbewegung passiert viel früher und viel stärker dadurch, dass es größere Vorbilder gibt. Eben. Es geht gar nicht mehr nur darum, sozusagen, wer ist jetzt hier die geilste Weltmacht, sondern auch, wer hat eigentlich so die coolste Gesellschaft. Und dann denkt man sich, wow, dieses kleine Detail, also natürlich ist da viel dichterische Freiheit dabei, aber ich gucke das gerade mit Genuss, weil man kann dann sozusagen sich sowohl in diesen Outfits und sozusagen Weltraum-Action suhlen, aber man kann dann gleichzeitig sagen, wäre ja schön, wenn das so gekommen wäre. Und ich glaube, das gibt immer so ein bisschen Hoffnung, was man halt alles drehen kann, wenn man an den richtigen Stellen die richtigen Vorbilder hat. Und dass es manchmal nur ganz kleine Stellschrauben sind, ne? Nur Ja. eine Frau, die irgendwie hochkommt und ein Vorbild für 100 andere Frauen sein kann, ne? Also ich glaube, man muss sich da auch wirklich so eine Art Vision aufbauen, weil irgendwo gab es die Zeit, dass wir erst in 100 Jahren wirklich Gleichberechtigung haben werden. Allen Ebenen, was jetzt Führungskräfte, was, ich glaube, Startups war auch ein Bereich, der genannt wurde. 100 Jahre, ich habe zwei Töchter, da habe ich keine Lust drauf. Nee, nee. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir das früher hinkriegen. Und wie du sagst, das eine Vorbild, das kann so viel beeinflussen. Und selbst wenn es eben nur zwei, drei, vier Frauen oder Mädchen beeinflusst, dann ist das was wert für die, die danach kommen. Und ich meine, vielleicht klappt es ja durch diese Serie, auch wenn klar ist, dass nicht in den 70er, 80ern schon sozusagen Astronautinnen existierten, die so ein bisschen denselben Status hatten wie Popstars und Ja. einfach cool waren und irgendwie Mädchen gucken, wow, das will ich auch machen. Aber ich glaube, sowas kann dann auch, alles ist so ein Baustein, um zu zeigen, irgendwie, so kann es ja auch sein. Genau, mega coole Vision. Ist doch ein schöner Abschluss. Okay, vielen, vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Zugucken. Wir machen jetzt einfach hier an der Stelle einfach mal den Sack zu. Vielen Dank, dass du da warst und so ein bisschen mitgenommen hast durch die Geschichte und auch verschiedenen Rollen, die Männer und Frauen sozusagen in der IT in den letzten, ja, 60, 70 Jahren hatten. Wir hoffen, dass es sozusagen in der Richtung immer so in unserem Sinne weitergeht, dass nämlich das eine Sache ist, die für alle gleichberechtigt und Genau. gleichermaßen da ist. Wir können ja noch ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr uns noch nicht kanntet, folgt uns gerne Jugendhakt. Wir sind auch auf allen anderen Medien. Jugendhakt.org ist unsere Webseite, wo ihr sehen könnt, was wir alles für Workshops anbieten in nächster Zeit. Da Corona ist, Surprise, machen unsere ganzen Labs ganz viele Angebote online. Das heißt, man kann kostenlos von überall teilnehmen. Ich sag mal, am Samstag, also übermorgen, gibt es noch so einen 3D-Design-Kurs, auch kostenlos, alles für Jugendliche. Geht mal auf jugendhakt.org und schaut euch an, was es da für Angebote gibt. Danke dir, Lisa. Gerne. Grüße nach Berlin. Grüße in die Nähe von Heilbronn. Ja. Okay, habt alle einen schönen Abend noch. Den wünsche ich euch auch. Tschüss. Tschüss.